Runde Nummer 2. Willkommen zurück. Ich habe gerade die ganze Zeit probiert, irgendeinen Gag hinzukriegen mit Runde oder Folge Nummer 2. Also irgendwie sowas mit Willkommen. Genauso wie hier. Ich wollte unbedingt irgendwie auf das T-Shirt hinweisen und habe mir überlegt, willkommen im Lager. So, willkommen in Folge 2. Und mir ist nichts eingefallen. Und deswegen würde ich sagen, einfach los geht's, weiter geht's. Wir reden doch mit ein, zwei Leuten in dem Abendviertel und werden uns dann langsam mal aus der Stadt rauswagen, glaube ich. Mir fehlt noch der Puff, mit denen habe ich noch nicht geredet und ich muss irgendwie noch versuchen, auf die Armenliste draufzukommen. Man kann übrigens mal bei allgemeine Infos so ein bisschen gucken, da gibt es nämlich so einen Tipps und Tricks-Button, wo zum Beispiel erklärt wird, was in dem Questlog die Abkürzungen heißen, weil es gibt sehr, sehr viele Quests und da Asun eine große Weltkarte ist, zumindest größtenteils, einige Gebiete sind instanziert, damit man weiß, welche Quest wo hingehört, wird es immer so abgekürzt, was eine echt gute Idee ist. Da sieht man jetzt zum Beispiel aktuelle Mission UV, heißt unteres Viertel, für ne, alle Quests, die halt hier zu tun haben. Und da stehen manchmal ganz interessante Sachen drin. Leichteren Freund-Feind-Unterscheidungen, üble sind hier zum Beispiel, wären Namen von NPCs eingefärbt. Rot Feind, Grün Begleiter. Man könnte noch dazu schreiben, Weiß ist gleich neuer Dialog und Grau heißt kein besonders interessanter neuer Dialog. Das habe ich dann bei meinem ersten Durchspiel mitgesehen. Also der ist zum Beispiel so ein bisschen grau oder so ein bisschen dunkler geschrieben und der Ron zum Beispiel, der ist weiß geschrieben, also so mit der helleren Schrift. Und das bedeutet, das habe ich bei meinem ersten Durchgang auch erst spät rausgefunden, dass der noch irgendeinen Dialog hat, den man eventuell mal nehmen sollte. Und wenn er wirklich gar nichts mehr hat, dann wird er halt so ein bisschen abgedunkelt. Und was gibt es hier so in der Gegend? Ich hab dir doch gesagt, dass ich hier wachsam sein muss. Und wieso? Was gibt's denn hier? Ich merke schon, du kennst dich hier noch nicht besonders aus, was? Nee, kenne ich mich wirklich nicht. Jetzt ist er zum Beispiel grau geschrieben, das heißt, das war's vorerst mal. Ich schau mal rein, alle Anfang ist schwer. Cortez bewaffnet, ich könnte vielleicht mir bei Wieland mal eine Waffe holen. Genau das werde ich jetzt auch gleich mal erledigen. Und dann gehe ich mal die Nachricht bei Triss abgeben. Zumindest zum Jägerlager sollte ich hinkommen. Also brutal Schwierigkeitsgrad ist so eine Sache. Ich würde niemandem empfehlen, der das Kampfsystem von Gothic nicht wirklich zu 100% drauf hat, brutal zu spielen. Weil alle Gegner machen vierfachen Schaden oder so. Das heißt, man wird auch später mit ein bisschen besseren Rüstungen, als was ich jetzt habe, nämlich überhaupt irgendwann mal eine Rüstung, wird man sehr häufig auch von Gegnern immer geone-shottet. Also wenn man getroffen wird, dann macht's schon Aua. Deswegen schadet es nicht, das Nahkampfsystem ein bisschen zu können, wenn man wirklich auf brutal spielen will. Also würde ich wirklich nur den Leuten empfehlen, die, keine Ahnung, masochistisch veranlagt sind. Ich hörte, bei dir könnte ich an eine Waffe kommen. So? Wer hat dir denn das erzählt? Cortez meinte, du würdest mir da helfen. Hat er das also? Nun ja. Was jetzt? Hast du nun was? Ich hätte da vielleicht was für dich. Ist zwar besser, als dem nächsten Goblin den Hals umzudrehen und ihm seinen Ast abzunehmen. Sollte aber nur was für den Notfall sein. Sehr gut. Dann sei doch so gut und... Nicht so schnell. Du willst was von mir? Also will ich auch was von dir. Was darf's denn sein? Du kennst doch sicher die Armenküche. Dort gibt es ja für Ausgewählte immer kostenlose Mahlzeiten. Aber die Rekruten meinen, ich sollte nicht auf die Liste, da ich doch ganz gut mit Schmieden verdiene. Und? Tust du das? Nun ja, ich komme gerade so über die Runden. Und ich soll dich jetzt auf die Liste bringen? Nein, du sollst mir nur eine tägliche Ration bringen. Ich bin momentan etwas knapp bei Kasse und kann mir das kaum leisten. Dafür finde ich auch ein kleines Spielzeug. Ich erinnere mich. Oh nee, ich erinnere mich. Ah, ich erinnere mich, was das für eine Waffe ist. Ja, das ist so ein bisschen langsam bei uns zu so einem, oder bei mir zu so einem Insider geworden, weil er gibt mir jetzt eine Waffe, ich bin mal ganz frech und spoiler einfach mal, dass das Wolfsmesser sein wird, aber die Leute sagen immer, oh, Wolfsmesser total toll, guter Schaden und Einhand Talent Bonus für den Anfang echt gut. Aber ich hasse so kurze Waffen. Die Wolfsmesser hat eine Reichweite von gefühlt null. Es gibt einige Mods, Legend of Azun gehört nicht dazu, es gibt einige Mods, die zeigen hier unten die
Reichweite an. Also die Sichel hat jetzt, glaube ich, eine Reichweite von 50 oder so. Die Klaue Belias als Einhandvariante hat zum Beispiel eine Reichweite von 110, also die ist, oder 100, irgendwie sowas. Und Laris, sein grobes Breitschwert zum Beispiel, hat 90. Also ich würde ungern Waffen tragen, die weniger, also Einhandwaffen, die weniger als 90 Reichweite haben. Am Anfang habe ich jetzt keine Wahl, also da muss ich halt mit so einem Schrott herumlaufen. Aber ich habe wirklich gerne hohe Reichweite, aus mehrerlei Gründen. Natürlich kann man das irgendwie umgehen und auch mit kurzen Waffen ganz gut kämpfen, aber ich mag so kurze Waffen einfach nicht. Und deswegen, dieses Wolfsmesser hat eine Reichweite von 30. Aber ich glaube, dass ich am Anfang tatsächlich vielleicht mit dem Wolfsmesser ein bisschen kämpfen muss. Dein Mann scheint ja sehr beschäftigt zu sein. Nun, das Essen muss ja schließlich irgendwo herkommen. Er ist der beste Koch hier im Viertel. Dann werde ich ihn ungestört kochen lassen. Mhm. Besser ist es wohl. Wie komme ich gleich nochmal, wie komme ich nochmal gleich auf die Liste? Wie komme ich noch gleich auf die Liste? Wie schon gesagt, Cortez gibt mir immer die neue Liste raus. Aber wenn du es eilig hast, kannst du ihn auch selbst darauf ansprechen. Dann geht es meistens schneller und ich muss mich weniger kümmern. Warum erfahre ich das erst jetzt? Den Dialog habe ich letztes Mal extra nicht genommen, weil ich dachte, okay, ich muss zu Cortez. Und falls ich es vergessen habe, kann ich bei ihr nochmal nachfragen. Aber anscheinend musste ich das jetzt fragen, damit ich Cortez darauf ansprechen kann. Wegen des Essens. Was ist damit? Ich koche das meistens nicht, sondern bringe das unter die Leute. Wenn du dich beschweren willst, sprichst du da also besser mit meinem Mann darüber. Der freut sich über solche Komplimente bestimmt. Stimmt, ja. Alles klar. Nur ging es eigentlich um wen anders. Ich wollte dir nur kurz was sagen. Ja, weil sich über kostenloses Essen zu beschweren, ist jetzt so eine Sache. Ich wollte dir mal kurz was sagen. Was willst du von mir? Och, ich gar nichts. Aber Amasius scheinst du und dein Essen wohl nicht ganz zu gefallen. Was sind das eigentlich manchmal für undankbare Kerle? Die sollen gefälligst froh sein, dass sie überhaupt was kriegen. Aber echt. Jetzt komm mal wieder runter. Es war doch nur Amasius. Was für eine Unverschämtheit. Na, da kann aber einer mal was erleben. Er steht direkt neben uns. Um Tegler zu zitieren, was soll ich denn machen? Mit dem Nudelholz draufhauen? Das kann ich vielleicht bei den Bauern machen, aber diese miesen Kerle schlagen zurück. Was gibt es hier so im Viertel? Eigentlich nicht viel. Außer des Bordells und unserer armen Küche wirst du keine wirklich nennenswerten Orte mehr finden. Und wie sieht es mit nennenswerten Persönlichkeiten aus? Hier unten wirst du wohl kaum wichtige Leute treffen. Die meisten hier sind bettelarm und eigentlich froh, wenn sie nicht hungern müssen oder von Krankheiten dahingerafft werden. Außer den Rekruten wirst du also niemanden mit Ansehen hier finden. Obwohl, ab und zu verirrt sich der seltsame Michels aus dem oberen Viertel hier hin. Ja, Michels. Michels ist ähnlich wie eine bestimmte Sonderbehandlung im Puff irgendwie fast gefühlt zum Aushängeschild geworden von der Stadt. Ich kann kaum noch schlafen. Michels ist cool. Den werde ich auch ein paar Mal anschnorren. Was ist mit dem Bordellbesitzer? Du meinst Mentula? Der hat hier unten zwar die meisten Roperi. Ansehen bringt ihm sein Beruf aber auch nicht ein. Naja, und weil er an dem ältesten Gewerbe der Menschheit so gut verdient, muss er eine Sondersteuer zahlen, obwohl man hier im unteren Viertel von den Steuern befreit ist. Interessant. Interessant. Der wird sich das trotzdem leisten können. Erzähl mir mehr über die Rekruten. Was soll man da großartig erzählen? Sie stehen eben im Dienst der Stadt und sollen für die Sicherheit sorgen. Zumindest wird das behauptet. Hier im Armenviertel merkt man wenig davon. Wieso? Was stimmt denn nicht? Ach, die meisten von denen sind doch nicht mal freiwillig hier. Wahrscheinlich eher strafversetzt oder sowas. Mhm. Nehmen ihre Arbeit eigentlich nicht ernst. Mit vielen Wenn hier mal wieder was geklaut oder einer zusammengeschlagen wurde, interessiert das hier kaum einen. Aber ich will nicht zu laut reden. Immerhin unterhält die Stadt das Armenhaus. Mit so vielen gefährlichen Viechern. So wenn ich mich der Stadtwache anschließen würde, würden die mich vielleicht auch zwangs hier runter versetzen. Was ist mit Cortez? Als ich hier ankam, war ich ihm eigentlich nicht egal. Ja, Cortez und Ron sind da wohl noch die Ausnahme. Ron? Ist ein anderer Rekrut. Eigentlich immer hier im Viertel zu finden. Ganz vergessen. Ah ja, was gibt's denn hier? So habe ich das nicht gerade schon gefragt. Was gibt es hier so im Viertel? Eigentlich nicht viel. Das habe ich mir schon angehört. Okay, so. Nun, Amasius stand direkt nebendran. Es wird ihn bestimmt freuen, gehört zu haben, dass wir uns über ihn beschwert haben. Nochmal. Ach ja, genau, ich soll ihn auf die Liste. Jetzt gehe ich erstmal zu Cortez und rede mal mit ihm über die Liste.
Dann komme ich da vielleicht drauf, dann kann ich mir meine Essensration abholen, dann kann ich dir ein Wieland weitergeben und dann gibt er mir das Wolfsmesser. Aber das Wolfsmesser ist im normalen Gothic 2 jetzt zugegebenermaßen für den Anfang schon nicht schlecht. Aber gerade hier ist es halt noch viel besser, weil man hier halt wirklich 0%, also man sieht, man startet hier mit absolut 0. Also ich habe keine Chance zu critten und das Wolfsmesser hat, glaube ich, 3% Einhand-Crit-Bonus. Und der Unterschied von überhaupt nicht critten zu können zu wenigstens hin und wieder mal ist schon groß. Wegen Ron. Wegen Ron. Was ist mit ihm? Er nimmt die Sache hier scheinbar ziemlich ernst. Ja, das tut er. Und ich bin ihm deswegen auch sehr dankbar. Irgendwie muss man dieses Viertel ja in den Griff kriegen. Mhm. Schon klar, es könnte hier wirklich besser laufen. Naja, aber Ron scheint ein guter zu sein. Ich komme von Helene. Es geht um die neue Liste. Du meinst wegen der Liste für das Armenhaus? Hm? Also, ich denke, dass es da keine Probleme geben sollte. Gut, ich werde mich darum kümmern. Gut. Ich habe nur gerade nicht unbedingt die Nerven, eine komplett neue Liste anzufertigen. Meine alte Vorlage ist da wohl irgendwie abhanden gekommen. Okay, das bedeutet jetzt was? Bin ich jetzt auf der Liste Warte drauf mal. Oder nicht? Bring mir was bei. Okay, vielleicht geht er gerade irgendwo hin und ich sollte ihm folgen und ich schau mal schnell, was er macht. Oh, hier drin muss ich auch noch klauen gehen. Gib das Helene und sag ihr, sie soll einfach ihre Liste umändern. Gut, das werde ich tun. Okay, alles klar. Alles klar. Wie ihr seht, ich habe absolut alles vergessen. Also ich habe Loa gerade mal, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, ne, vor 3 Wochen oder 2 Wochen oder so einmal das erste Mal durchgespielt, aber viele Quests noch nicht gemacht und einige Sachen auch noch nicht gesehen. Das wird sich jetzt alles ändern. Und da ich so ein Siebhirn habe, was ein Fluch und Segen ist, habe ich schon wieder fast alle Quests vergessen. Weil es gibt so ein paar Spiele wie Enderal zum Beispiel, falls ihr das kennt. Da bin ich ganz froh drum, dass ich irgendwie so ein Gedächtnis wie so ein Goldfisch habe. Dass ich das alles sofort vergessen kann und nochmal neu erleben kann. In einigen Teilen des Lebens ist es dann ein bisschen blöd, wenn du ständig alles vergisst, aber bei Spielen lohnt sich das hin und wieder. Das hier ist von Cortez. Mich fragt ja keiner. Mich brauchst du das. Ja, kriege ich jetzt was zu essen? Ein ständiges Hin und Her ist das hier wieder. Aber gut. Auf die Art und Weise geht es auch. Freiwillig. Dann werde ich dich auf die Liste setzen. Heißt das, ich bekomme hier jetzt täglich eine Mahlzeit? Hier deine Ration. Hier deine Ration. Njam, 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 njam. Die Ration kriegt man, glaube ich, nicht mehr, solange man kann, oder wenn man kein Gammler mehr ist. Also wenn ich, glaube ich, oben Lehrlingsberuf habe oder auch schon, wenn ich oben in die Stadt eingelassen worden bin, kriege ich, glaube ich, die Ration nicht mehr. So, dann hole ich mir mal das Wolfsmesser. Und ich habe das Gefühl, das werde ich für eine sehr, sehr lange Zeit tragen. Weil mit den ersten Lernpunkten, die ich jetzt dann hoffentlich irgendwann mal krieg, werde ich, glaube ich, erstmal auf Schlösser knacken gehen, weil ich an verschlossenen Truhen nicht immer vorbeirennen will. Und bis ich dann Zeit habe, in Stärke und andere Sachen zu investieren, das wird ewig dauern. Weil auch auf Fälle ziehen und so, das muss ich alles lernen. So, ich habe hier Essen für dich. Ich habe was für dich. Gut, dann lass mal sehen. Naja, besser als nichts. Ich danke dir. Und hier habe ich auch was für dich. Immerhin. Um sich zu verteidigen, sollte es wohl reichen. Okay, von mir aus. Wolfsmesser. Einhand-Talentbonus 3%, also für den Anfang ist es acceptable, sagen wir mal. Okay, so. Jetzt habe ich, glaube ich, hier alles erledigt. Genau, Felvins Bogen ist außerhalb und Triss lebt südlich, alles klar. Jetzt habe ich, glaube ich, in dem unteren Armenviertel alles erledigt. Das bedeutet nichts wie zum Jägerlager. Ich könnte noch in den Puff, aber jetzt noch nicht. Ja, wobei, ich werde in der nächsten Zeit sowieso nicht wirklich sehr viel mehr Schaden machen, also kann ich den Türsteher auch gleich verprügeln. Ich habe mir überlegt, ich lasse das mit dem Puff erstmal bleiben, weil ich den Türsteher ganz gerne vermöbeln würde. Zumindest hört er sich so an, als will er verprügelt werden. Aber das wird, glaube ich, das wird halt dauern, weil wenn man am Anfang gar keinen Schaden macht, dann... Aber ich würde sagen, wir verhauen ihn. Mindestens kann ich ihn beleidigen hier. Du willst ein Türsteher sein? Ich bin ein Türsteher. Zweifelst du daran? Die Türsteher sind immer so unfreundlich. Das ist genau wie Mo in Corinnes in der Hafenkneipe. Du hast dir nichts verloren, Kleiner.
So, solltet ihr die Leute nicht reinlassen, dann macht ihr doch da drin keinen Umsatz. Du kannst doch nicht mal eine Made aufhalten. Ach ja? Genau. Dann werde ich dir mal zeigen, was ich mit Maden wie dir mache. Oh ja, das wird dauern. Aber hey, dafür kriege ich gleich mal ein bisschen Erfahrung. Ich kann mir sein... Also er wird mich mit ziemlich großer Sicherheit wahrscheinlich one-shotten, wenn er mich trifft. Aber das geht schon. Ja, wenn er diesen Seitenschlag macht, von dem kann er sich ziemlich schnell erholen. Wenn er den macht und dann so seinen Stab nach hinten ausschwingen lässt, dann hat man schön Zeit zuzuschlagen, aber dieser ganz schnelle Seitenschlag da... Da kommt er dann wieder ziemlich schnell dazu, nochmal zuzuschlagen. Ja, da lässt er so ein bisschen seine Waffe aus. Zum Glück hat er auch nicht so viel Reichweite. Dem sein Knüppel hat wahrscheinlich auch nur 50 Reichweite oder so. Ich glaube, ich speichere mal zwischen. Ich mache immer ganz gerne so einen Notfallspeicherstand. Da speichere ich dann immer irgendwo zwischen, wo ich jetzt nicht weiß, ob das gut ist. Weil wenn er zum Beispiel, wenn ich jetzt neu lade und er trifft mich zum Beispiel direkt, dann lege ich direkt im Dreck und dann ist der Speicherstand sozusagen kaputt. Also nicht kaputt, ich meine, den Kampf zu verlieren ist jetzt nicht so schlimm. Aber gerade bei einigen Gegnern, die sehr, sehr lange dauern, speichere ich gerne mal zwischen. Und man weiß dann halt nie, ob der Speicherstand nicht dann so noch eine Sekunde zusätzlich nachladen muss, nachdem die Ladezeit eigentlich fertig ist. Und dann trifft dich der Gegner direkt und du liegst direkt im Dreck. Das ist mir einmal passiert. Da habe ich im Kampf zwischengespeichert, habe dann neu geladen und dann bin ich irgendwie jedes Mal bei dem Speicherstand durch die Welt durchgefallen, weil ich so ganz seltsam in so einem Baumstamm drin gehangen bin. So wird der Anfang von Brutal übrigens häufig aussehen. Also ich werde nicht besonders viel Schaden machen. Und einige Gegner werden eine Zeit lang dauern. Aber es gibt, jetzt nachdem ich Lore ein-, zweimal gespielt habe, gibt es einige Tricks, von denen ich glaube, dass sie mir helfen könnten. Weil es gibt zum Beispiel eine Quest, ich weiß nicht genau, wann ich die krieg, aber es gibt eine Quest mit... Vielleicht kann es fast blind. Soll ich es mal blind probieren? Es gibt eine Quest, da geht es um Banditen. Und da soll man mit Milizsoldaten... jetzt wird's eng. Oh, ich muss mal wieder hinschauen. Da soll man mit so einem Milizsoldaten... Gar nicht so übel. Oh, Dankeschön, Lupia. Da soll man mit einem Milizsoldaten Banditen kloppen gehen. Und mit dem kann man dann theoretisch ein bisschen weiter noch rumlaufen. Und das ist immer so die Sache bei den Begleitern, weil... Gerade wenn man das Kampfsystem kann und von den Gegnern nicht getroffen wird, aber am Anfang halt sehr, sehr wenig Schaden macht, dauern die Kämpfe mitunter sehr, 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 sehr lange. Von daher kann es sein, dass ich mir einen Begleiter vielleicht, und in Loa gibt es dankbarerweise eine ganze Menge Begleiter, am Anfang vielleicht nehme und mit dem ein bisschen zusätzliche Viecher vermöbel. Ich sagte dir doch, du kannst nicht mal eine Made aufhalten. Du solltest lieber das Klo da hinten bewachen. Nun geh mir aus dem Weg. Ist ja schon gut. Vor allem, er geht jetzt echt hinter und bewacht das Klo. Dass Mentula gar nichts dazu sagt, dass ich seinen Türsteher verprügelt habe. Mentula. Hey du. Hey du. Du bist wohl neu hier. Komm mal näher. Was ist los? Ich denke, du weißt, wo du hier bist. Also, womit können wir dich beglücken? Mit einer ganzen Menge Sachen. Ach, Mentula. Was gibt es hier denn alles? Alles, was das Herz begehrt. Meine Mädels sind, wie du sehen kannst, Spitzenklasse. Zur Entspannung kannst du auch mal in den Wasserpfeifenraum hinter der Tür gehen. Gerne. Aber tu mir da keinen Mist rein. Ich warne dich. Und wenn du total abgefahren bist, haben wir auch noch eine Spezialbehandlung auf Lager. Ab und zu bekommen wir hier auch interessante Waren. Schau einfach öfter rein. Aber wer macht das hier nicht? Boah, Mentula. Ja, mit besondere Waren habe ich letztes Mal kennen oder gelernt. Der kriegt hin und wieder mal oder ab einem bestimmten Kapitel kann er Seide verkaufen. Und Seide ist für Robenschneidern echt wichtig. Ich glaube, im Kapitel 2 kriegt er Seide rein. Und da kriegt man auf der ganzen Welt von Asun gibt es nicht so viel Seide. Und da hat man ihn ganz dringend gebraucht zum Robenschneidern. Ich habe gehört, dass du hier unten als einziger Steuern zahlen musst. Stimmt.
Aber es ist nicht viel. Ich habe mir im Laufe der Jahre eine große Stammkundschaft aufgebaut. Denke ich mir. Und die bringen dir so viel ein, dass du die Steuern mit Leichtigkeit bezahlen kannst? Naja, ab und zu gibt es schon ein paar Zechenpreller. Aber ich schreibe mir alles in mein geliebtes Schuldenbuch rein. Ach was? Die zahlende Kundschaft bringt mich gut durch. Ist ja nicht so, dass meine Ware kaputt geht. Naja, sie wird älter. Und wie hoch sind deine Steuern so? Eigentlich würde ich sagen, dass das Betriebsgeheimnis ist. Aber du bist ein amüsanter Kerl. Ich zahle 270 Roperi pro Woche. Pro Woche? Ganz schön happig, oder nicht? Wenn du wüsstest, was ich mir am Ende des Tages in die Tasche stecke, dann würdest du das nicht sagen. Gott, muss ich den beklauen? Ich muss diesen Kerl so dringend beklauen. Du sprachst gerade von einer Sonderbehandlung. Also noch lass mich die Sonderbehandlung erleben. Also noch nicht. Ich werde mein erstes Geld nicht dafür rauspfeifen, aber ich werde mir die Sonderbehandlung durchaus mal anschauen. Du sprachst gerade von einer Sonderbehandlung? Ja, genau. Was ist damit? Etwa Lust bekommen? Erzähl mir erstmal ein bisschen mehr. Dann wäre doch die ganze Spannung weg. Wenn du Lust hast, komm einfach wieder her. Und vergiss nicht, 100 Roperi mitzubringen. Ich hätte gern eines deiner Mädels. Nein, noch nicht. Hey Mann. Ich? Ja, genau du. Was ist? Wenn du mir einen Gefallen tust, zeige ich dir Wege, wie du sehr schnell, sehr reich wirst. Den brauche ich. Den brauche ich. Der kann mir Schlösserknacken beibringen. Und ich weiß immer noch nicht, ich habe mich noch nicht entschieden, irgendwann wird mich die Muse geküsst haben und dann werde ich sagen, ich weiß es. Ich habe richtig Bock auf Zweihand. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Noch hat mich die Muse nicht geküsst. Ich habe auch noch jede Menge Zeit, mich hier darüber einen Kopf zu machen. Okay, was soll ich denn machen? Was soll ich machen? Verkaufe mich ein paar Sachen und bring mir dann das Geld. Das ist alles? Ja, das ist alles. Bist du dabei? Ich habe am Anfang Ewigkeiten gesucht, um einen Händler zu finden, der mir wirklich mehr Geld dafür gibt. Aber man gibt die einfach irgendeinem random Händler ab und dann muss man ein bisschen Gold, glaube ich, noch draufzahlen. Aber er ist ein wichtiger Händler. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Hallo, ich bin dabei. Ich bin dabei. Gut. Gut. Hier hast du die Sachen. 300 Roperi sollen die bringen. Bring mir das Geld. Alles andere wäre unklug. Ja, man kann ihn doch Silber, Gold halten, man kann ihn auch verpfeifen, aber wer macht denn das? Stör mich nicht. Stör mich nicht. Das ist derjenige, der mir... Hey, du. Hey, du. Hallo, meine Schöne. Hallo, Süßer, ich bin die Natalie. Du kannst mir beim Tanzen zugucken. Sprich mit Mentula, Lupia ist schon ganz wild auf dich. Ja, ja. Die hübsche Natalie. Es gibt im gesamten Spiel vielleicht noch zwei oder drei NPCs, die, glaube ich, noch nicht fertig vertont sind. Aber das sind wirklich so wenige. Außer ihr fällt mir jetzt gerade momentan noch gar keiner ein. So, ich gehe mal schnell hier unten ein bisschen klauen. Ich glaube nicht, dass das Mentula da oben stört. Aber ich gehe mal ein bisschen klauen. Und dann gehen wir Richtung Jägerlager. Noch habe ich kein Geld. Klick! Man kann doch Truhen schnell looten. Honig, Fisch und Käse. Man kann aus all dem irgendwas zum Essen machen. Das habe ich aber nie wirklich gemacht. Das arme Schaf. Das schaut schon so richtig, steht schon in der Ecke, so mit dem Kopf zur Wand, so nach dem Motto, ach, ich habe so viele Dinge gesehen. Ach, weißt du, hier ist so eine extra schöne Kleidung, die man nicht aufnehmen kann. Ach, also es gibt ganz viele Sachen, kochen kann, aber das habe ich nie wirklich gemacht. Wende mich an jene Leben und Ehre ihrer Seelen widerlang. Ihr kennt die Wahrheit. Hört auf, eure Zerstörer zu unterstützen. Das ist, glaube ich, so ein Streikaufrufbrief, der von Leuten im freien Lager gemacht worden ist. So geht aus der Stadt raus und hört auf, hier den Unterdrückern da zu helfen. Verweigert eure Unterstützung. Versucht nicht nach den Bedingungen der Plünderer eine Leiter zu erklimmen, die sie halten. Kämpft für ein freies Asun. Ja, ja. Von diesen Zetteln werde ich noch eine ganze Menge mehr finden. Das hier ist übrigens der Raum für die Spezialbehandlung. Aber die ist... Ihre 100 Gold zwar durchaus wert, aber die ist mir jetzt noch zu teuer. Obwohl sie ihr Geld schon wert ist.
Finde ich zumindest. Das Geld war sowas von wert, dass ich mir die Spezialbehandlung direkt dreimal gegönnt habe. Im ersten Durchlauf. Alles klar, jetzt gehen wir erstmal runter zum Jägerlager. Es ist 12.34 Uhr. Es ist eigentlich nicht so übel, aber ich schlafe nochmal schnell. Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts. Noch nicht. Aber ich gehe erst nochmal schlafen, weil ich will nicht Gefahr laufen. Ich will nicht Gefahr laufen, dass es doch. Geht doch. Irgendwann mal dunkel wird. Okay, außerhalb der Stadt, los geht's. Keine Rüstung tun wir's. Hast du noch was? Eine Waffe habe ich mir immerhin schon mal beschafft. Das ist gut. Damit kannst du einen Wolf immerhin schon beeindrucken. Wolfsmesser? Vielleicht, aber ich kann nicht wirklich damit umgehen. Üben heißt da wohl die Devise. Aber da ich hier im Viertel eigentlich immer mal Zeit habe, kann ich dir auch ein paar Kniffe mit solchen Einhandwaffen zeigen. Nicht viel, aber für den Anfang doch genug. Bring mir... Was muss ich denn beachten? Furax handelt mit Händlerware. Nee, das mache ich nicht. Also er gibt mir jetzt, glaube ich, einen Bonus von 1%. In Legend of Asun fließt übrigens die permanente Sachen, also da fließen permanente Sachen wie Tränke zum Beispiel, also plus 3 Stärke, plus 5 Stärke Tränke oder so. Und irgendwelche Tem oder irgendwelche Boni wie von Äpfeln und Dunkelpilzen und so, das fließt alles in die Lernpunkteberechnung mit ein. Das heißt, ich werde permanente Sachen wie Stärketränke und Geschicklichkeitstränke, Mana und so, ist mir eigentlich egal, erst sehr, sehr spät trinken. Weil er gibt mir jetzt, glaube ich, gleich einen Bonus von 1%. Theoretisch könnte ich mir den aufheben, weil eventuell gibt mir dann vielleicht einen Lernpunkt später so ein bisschen flöten, aber so übertreiben muss man es nicht. Gut, was muss ich beachten? So schnell geht das nicht. Du musst erst genügend Erfahrung sammeln. Eine kleine Sache kann ich dir aber dennoch zeigen. Mach es mir einfach nach. Und immer schön schwingen lassen. Immer schön, der hat eine schöne Waffe. Also, ich werde schon, was Äpfel angeht, Äpfel zum Beispiel werde ich gar keine essen. Ich glaube, Äpfel kann man auch zu so einem Kompott oder sowas verarbeiten und dann kriegt man halt von 50 Äpfeln vielleicht plus 1 oder plus 2 Stärke. Aber die können sich jetzt erstmal ein bisschen ansammeln lassen und irgendwann futter ich das dann alles. Aber das wird noch sehr, sehr lange dauern, weil wenn ich das jetzt alles esse, dann werden die Lernpunkte ganz schön schnell steigen. Das war sehr hilfreich. Danke nochmal. Für alles. Kein Problem. Wenn ich helfen kann, mache ich das gerne. Naja, wenn du helfen kannst und du machst es gerne, dann könntest du mir mal deine Rüstung geben. So. Mit diesem Quick-Loot kann man übrigens einmal für einmal rechte Maustaste klicken, lootet es. Und wenn ich die rechte Maustaste einfach gedrückt halte, dann lootet der alles, was mir so vor die Füße kommt. Und in Loa, in Legend of Asun, liegen wirklich eine ganze Menge Pflanzen rum. Und das ohne Quick-Loot zu machen, ne. Nee. So, hier sind die ersten Gegner. Jetzt gucken wir mal, wie das so läuft. Also ich werde wahrscheinlich von allem und jedem Viech geone-shottet. Das da vorne sind zum Glück nur kleine Riesenratten, glaube ich. Gegen normale hätte ich keine Chance. Die würden mich einmal treffen und ich wäre tot. Aber die Jungen müssten gehen da, die hat mich einmal getroffen und ich bin direkt zur Hälfte tot. Und das wird interessant. Das wird richtig interessant. Man sieht, wenn man die auf die HP-Leiste schaut, dass die sich ganz langsam regeneriert. Dieser Patch mit der Lebensregeneration, die funktioniert aber auch nicht im Kampf. Das heißt, im Kampf bringt mir die gar nichts. Die ist halt dafür gedacht, dass wenn man jetzt halt 20 Stunden von A nach B läuft, dass man halt so ein bisschen Leben zwischendrin mal regeneriert. Ich finde, das ist auch teilweise so ein bisschen realistisch. Weil ich meine, unser Körper heilt ja auch mit der Zeit. Es ist halt so wenig, aber dann spare ich mir halt auch immer ins Inventar reinzugehen, hinzuscrollen und ein Stück Käse zu essen. Und glaub mir, von dem hat man genug. Ihr habt innerhalb der ersten paar Stunden von Loa habt ihr 3000 Käsestück im Inventar. Weil wenn man mal diese ganzen Häuser da plündert, und häufig gibt es auch in irgendwelchen, im Jägerlager da unten zum Beispiel, da liegt einfach ein Korb mit 3000 Äpfeln rum. Und das ist auch kein Clown, der liegt irgendwo außerhalb, also nicht mal irgendwo in der Hütte. Und irgendwann habt ihr so viel Essen, dass das dann kein Problem wäre. Okay, so, da kommen schon mal die ersten Goblins. Schauen wir doch mal.
Gegen Goblins brauchen wir immer so ein bisschen Glück, weil wenn die sich entscheiden, einfach auf dich zuzustürmen und dann... Mal schauen. Der schlägt auch gar nicht zu. Es ist halt ein junger Goblin, der gibt dir noch ein bisschen Bedenkzeit. Mal gucken, ob ich gleich seinen Bogen finde. Ich soll ja für Furax noch den Bogen zurückbringen. Ich muss mal schauen, ob ich den gleich finde. Wölfe, denn sind mir zu gefährlich. Weil Wölfe sind, die kann man alleine rauslocken aus einem Rudel, aber das ist ein bisschen zeitaufwendiger. Ich muss mal gucken, ob ich eventuell mal an dem Jägerlager vorbeilaufe. Was? Ich bin doch ausgewichen. Hust. Der Sound ist richtig laut, wenn man stirbt. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht an dem Jägerlager mal vorbeigehe. Und an dem Jägerlager ein bisschen weiter ist so ein Turm mit Milizsoldaten drin. Und da hat irgendeiner eine Quest für mich. Ich weiß aber nicht, ob er die jetzt schon hat. Da ist auf jeden Fall eine Quest, irgendwelche Banditen zu töten. Ich weiß aber nicht, ob die da startet. Weil diese Quest hätte ich wirklich sehr, sehr gerne. Weil der... Dieser Milizsoldat ist jemand von diesen Begleitern, die dir helfen am Anfang. Und eventuell... Aber ich gehe erstmal in die Stadt und dann schauen wir mal weiter. Weil das ist halt gerade jetzt für den Anfang angenehm, solche Eskortenquests. Dieses seitliche Ausweichen muss gar nicht sein. Um auf Nummer sicher zu gehen, könnte ich einfach nur einmal rückwärts ausweichen. So. Ja, man sieht, man wird von jungen Scavengern. Lebensenergie plus 15. Also es steht hier extra dabei, Lebensenergie plus 15. Aber das ist jetzt kein wirklicher... Was heißt kein Bonus? Weil im normalen Gothic 2 kriegt man ja Lebensenergie plus 10 bei Level Up und hier sind es halt 15. Und der Grund, warum das extra eingeblendet wird, ist, denke ich halt mal, weil es halt nicht die Standard 10 sind, sondern halt 15. Das ist der Spieler halt sieht. Na, komm mal her. Also, das letzte Mal habe ich auf Brutal... Ich war im letzten Durchgang Magier. Und Magier zu sein, macht einige Stellen um einiges angenehmer. Die Leute haben am Anfang gesagt, nee, Magier ist vielleicht ein bisschen schwierig mit so wenig Lernpunkten wegen Mana und die Kreise sind so teuer und ganz viel Mana muss man lernen. Das mag schon stimmen, aber als Magier ist es jetzt am Schluss nicht mehr so wichtig, ob man Level 30 oder Level 60 ist. Weil am Schluss haut man die Lernpunkte dann sowieso nur noch in Mana rein. Und ob ich jetzt am Schluss 300 oder 350 Mana habe, ist echt egal. Genau, der müsste alleine kommen. Der hat mich sogar gehauen! Uhu, so. Aber die kann man schön alleine rausziehen. Das sind jetzt zumindest nur die Viecher auf dem Weg runter jetzt ins Jägerlager, wo ich auch gleich mal hingehe, weil jetzt habe ich 4 Lernpunkte... 4 pro Level Up, aber das sollte für Fälle ziehen eventuell schon reichen. Ich weiß nicht, ob ich das da unten direkt lernen kann, aber Fälle ziehen will ich haben. Weil eventuell gehe ich zu dem, hier ist glaube ich irgendwo... Butlerfleisch, Dunkelpilz, Butlerfleisch. Klick, 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 klick. Da steht da schon, Felwins Jagdbogen. Aber eventuell gehe ich zu dem Typen... Als Lehrling, also zu Bosbar halt, zu dem Jäger. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Und da das Fälle ziehen, da könnte ich mit Sicherheit richtig viel Geld machen. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich Geld so wirklich häufig gebraucht habe. Das letzte Mal, aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich meine, es ist halt, egal ob man es braucht oder nicht, ich meine, Geld zu haben schadet nie. Auf den Wegen ist man einigermaßen sicher. Ich gehe mal direkt runter zu den Leuten und rede mal mit denen. Durch diese ganzen Wälder crawle ich mal erstmal nicht durch. Genau, der andere sieht mich nicht. Da unten ist auch schon das Jägerlager, wo ich den Brief für Triss hinbringen soll. Ah!
Ach ja, das Wolfsmesser. So lange habe ich mich dagegen gesträubt, aber jetzt werde ich es benutzen. Jetzt habe ich zumindest schon mal insgesamt durch diesen 1% Bonus von Cortez auch gerade noch zumindest eine Chance von 4% mal zu kritten. Da unten sind, glaube ich, schon normale Scavenger, aber das ist egal. Ob das jetzt normale Scavenger, junge Scavenger, Grasland-Scavenger, Drachensnapper-Scavenger sind, ist alles egal. Solange sie sich alle gleich verhalten, halten die Stärkeren nur ein bisschen mehr aus. Widerlich! Die geben nicht mal Erfahrung, ich glaube, weil die ewig nachspawnen. Und droppen tun sie auch nicht. Okay. Hey, Fremder. Sag an, was führt dich zu uns? Hallo, Fremder. Ich erkunde nur die Gegend. Ich erkunde die Gegend. Abenteurer, was? Dann will ich dir mal einen Tipp geben. Der Wald ist kein angenehmes Pflaster. Wenn du am Leben bleiben willst, solltest du in der Stadt bleiben und den Wald echten Männern wie uns überlassen. Ja, ja. Hier bei uns bist du natürlich auch sicher. Wirklich? Dann traue ich mich wohl lieber nicht mehr nach draußen. Dann traue ich mich wohl. Ja, und ob ich das tun werde. Erzähl mir mal was über die Gegend. Kannst du mir etwas zu dieser Gegend erzählen? Klar. Schließlich leben die Jungs und ich schon ewig hier. Solange du schwach bist, kann ich dir nur raten, den Wald zu meiden. Jedenfalls solltest du nicht zu weit in ihn vordringen. Die einfachste Regel, die du wissen musst, je tiefer du in den Wald gehst, desto gefährlicher wird es. Stimmt. Klingt logisch. Hast du sonst noch Tipps? Klar. Wenn du aber schon mal ein Tier erlegt hast, solltest du nicht vergessen, ihm das Fell, die Zähne und die Krallen abzunehmen. Das bringt eine Menge Geld. Das Fleisch ist dann schon fast unwichtig. Ja, die Sache ist mit dem... Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich nicht doch Fernkämpfer mache. Weil Loa hat eine ganze Menge neue Geschicklichkeitswaffen eingefügt und ich mag Taschendiebstahl so gerne. Aber ich habe hier, da es keine Steintafeln gibt für Geschicklichkeit, habe ich hier keine Möglichkeit. Also Taschendiebstahl würde mir gar nichts bringen. Wenn ich nicht auf Geschicklichkeit gehe, dank dieser geringen Lernpunkte, werde ich keine Lernpunkte, keinen einzigen in Geschicklichkeit investieren. Das heißt, Taschendiebstahl würde mir gar nichts bringen. Absolut null, selbst wenn ich es lernen würde. Ich kann zwar die Goblinbären essen, aber dann komme ich vielleicht insgesamt auf 20, 30 Goblinbären oder so. Und das lohnt sich einfach nicht. Deswegen weiß ich jetzt noch gar nicht, was ich alles lernen soll, weil Zähne und Krallen ziehen ist wahrscheinlich für Pfeilherstellung und Bolzenherstellung wichtig. Ich weiß noch nicht, ob ich das mache. Irgendwann weiß ich, was ich spiele. Kannst du mir etwas beibringen? Können schon. Allerdings besteht dann das Risiko, dass du uns Konkurrenz machst. Du könntest mir diese Angst aber nehmen, wenn... Wenn? Außerdem könnte ich dich Geschicklichkeit lehren. Wenn was? Wie viel willst du? Ich sehe, wir verstehen uns. 50. Also für 50 Roperi bringe ich dir alles bei, was du wissen willst. 50! Ja, zumindest Felle ziehen will ich lernen. Ich glaube, Felle ziehen kostet 3 Roperi, aber so viel Geld habe ich, glaube ich, gar nicht. Was macht ihr hier draußen? Schau dich mal um. Jupp, Dries und ich leben neben und von dem Wald. Wir sind Holzfäller und Jäger. Es ist ziemlich praktisch. Wenn niemand Holz kaufen will, jagen wir etwas mehr. Und wenn niemand... Fleisch kaufen will, geht ihr in den Wald und schlagt Holz, richtig? Genau. Scheinst ja ein kluger Bursche zu sein. Vielleicht kannst du sogar etwas für uns tun. Habe ich gerade gesagt, 3 Roperi? Ich meine natürlich 3 Lernpunkte. Wenn Felle ziehen so viel kostet, glaube ich, lerne ich das gleich. Erzähl. Hast du schon die ganzen Fleischwanzen um uns herum bemerkt? Ich habe schon so viele totgeschlagen. Aber sie kommen immer wieder. Widerlich! Wenn du es schaffst, uns diese Plage vom Hals zu schaffen, widerlich, wären wir dir sehr dankbar. Ich weiß auch schon, womit ich dich entlohnen kann. Womit? Schaff du uns diese Plage vom Hals, dann wirst du es schon noch erfahren. Also, machst du's? Klar, sieh die Sache als erledigt an. Super, wir zählen auf dich. Mach, dass das eklige Geräusch aufhört. Ja, ich probier's mal. Ich glaube, hier reicht jetzt momentan erstmal diese Fleischwanzen zu verprügeln. Die haben auch, glaube ich, noch irgendeinen Ursprung. Diese Fleischwanzen, aber die das ist irgendwie so eine Folgequest. Die kriege ich aber jetzt, glaube ich, noch nicht. Jetzt geht es, glaube ich, erstmal darum, die alle umzuhauen.
Was ist schon? Ich dachte, da spawnen vielleicht noch neue. Ich bin zurück. Na, das sehe ich. Was ist mit den Wanzen? Hörst du die Stille? Kein Kratzen, kein einziges Geräusch. Du hast recht. Sie sind weg. Wundervoll. Egal, was du gemacht hast. Ich danke dir. Kein Problem. Wie sieht es mit der Belohnung aus? Was ich sage, das halte ich. Dieses Pergament habe ich in einem hohlen Baum gefunden. Vielleicht kannst du etwas damit anfangen. Damit du noch etwas Handfesteres hast, hier, ein paar Roperi. Die gebe ich ihm gleich zurück. 50 Euro, ja, die kann ich ihm gleich zurückgeben. Nichts zu plündern. Reden wir erstmal nochmal mit den anderen. Hey, wie geht's? Wenn ich ein kühles Bier hätte, ging es mir viel besser. Bei dieser Braterei zerläuft man förmlich. Ist das nicht ein Zufall, dass du gerade hier bist? Du holst mir bestimmt ein Bier. Ein Freund bist du. Ein Bier. Klar, wo soll ich das denn herkriegen? Ja, ich glaube, hinten im Lager sind welche. Klar, wo soll ich das herkriegen? Schau mal in unserer Lagerhöhle. Da sollte es noch welches geben. Das stimmt sogar. Es ist leider nicht gekühlt, also ich weiß nicht, wie die Leute hier in Asun und überhaupt in Gothic alle Bier trinken können, weil ich habe hier noch nirgendwo einen Kühlschrank gesehen. Also ganz früher, als es keine Kühlschränke gegeben hat, haben die es halt immer irgendwo im Keller gelagert. Klick, 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 klick. Alleine hier spart Quickloot schon so viel Zeit. Haben die es irgendwo im Keller gelagert, aber ich wollte ja kein Bier trinken, wenn es nicht gekühlt ist. So, da habe ich ein bisschen Rohstahl gefunden. Rohstahl ist auch ziemlich viel wert. Gucken, vielleicht verkaufe ich das. Klick, klick. Klick, 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 klick. Da, wie schnell das einfach alles geht. So. Noch mehr zu plündern. Oh, Wein. Okay. Geben wir mal sein Bier. Und die 50 Roperi gebe ich ihm gleich. Weil wirklich Geld sparen, ich meine, am Anfang braucht man zwar ein bisschen was, aber wirklich Geld sparen muss ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich... Wer bist du? Ich bin Forken, angelernter Jäger und Holzfäller. Geldprobleme. Kannst du mir was beibringen? Haben wir. Nein, ich sagte doch, dass ich nur angelernt bin. Ich kann gerade mal einen Bogen halten. Du hast nicht mal einen Bogen. Sag doch, ich bin angelernt. Dann ist wahrscheinlich Triss hier drin, genau. Mal gucken, ob Triss sich daran stört, wenn ich hier klaue. Weil klauen ist echt teuer in Lore. Übrigens, dieses Quick-Looten, man könnte jetzt meinen, weil er diese Animation nicht macht, bemerken die den Diebstahl nicht. Aber wenn der mich sehen würde, wenn ich was Quick-Loot, das ist genau wie normales Aufheben. Also damit kann man den Diebstahl nicht irgendwie umgehen. Hey, hi. Entschuldige, ich muss das sagen, sonst schlafe ich ein. Ich bin Triss. Was machst du so? Ach naja, hier gibt es nicht mehr so viel zu tun, seitdem es einen Überschuss an Holz gibt. Unser Lager ist bereits gut befüllt. Da ist es Däumchen drehen. Oder wie meine Mutter so schön sagte, Händchen falten, München halten. Das ist meine Lebensweisheit. Ich komme von Rufus. Er hat eine Botschaft für dich. Ah, mein guter Freund Rufus. Ich hoffe, es sind gute Nachrichten. Da wir ja so viel Fleisch haben, gebe ich dir mal was mit auf den Weg. Ja, vielen Dank. Hey du. Anscheinend war in der Botschaft die Nachricht drin, dass ich ihm Fleisch bringen soll. Erzähl mir mehr. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Das Leben eines Jägers ist müßig. Jupp und ich haben im Moment nicht allzu viel zu tun. Jürgen hat glücklicherweise auch eine Jagdpause eingelegt, auch wenn er noch die restlichen Baumstämme sägt. Eigentlich warten wir nur auf weitere Aufträge aus der Stadt und dem Hafen. Das Bauholz stapelt sich bei uns bereits. So. Ist genau wie er am Feuer gesagt hat. Boah, hab ich eine trockene Kehle. Das hat er gar nicht gesagt. Aber genau dasselbe Problem ist bei mir auch. Aber im Gegensatz zu ihm kann ich einfach gleich ein kaltes Bier trinken. Und er muss mit dieser warmen Plörre leben. Ich habe dein Bier. Boah. Dann her damit. Hier. Ach, das war gut. Ex und weg. Zur Belohnung bekommst du auch etwas von mir. Ex und weg. Gebratenes Fleisch. Alles klar. So. Ich gebe ihm mal seine 50 Roperi. Ich habe 74. Davon kannst du 50 haben. Ich möchte für das Lernen bezahlen. Genau. Ich habe die 50 Roperi dabei. Genau. Danke. Also, wenn du was lernen willst, lass es mich wissen.
Ja bitte, zeig mir deine Jagdtalente. Zeig mir deine Jagdtalente. Klar. Fälle abziehen 2 Lernpunkte. Ja, Fälle abziehen werde ich lernen. Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass ich irgendwann mal... Ich meine, es ist halt so eine typische Gothic-Quest. Bring mir 10 Wolfsfälle, bring mir das Fell eines Schattenläufers, bring mir dieses Fell, bring mir dieses Fell. Aber Fälle ziehen will ich immer haben. Theoretisch könnte ich gleich alle 4 Lernpunkte für Jagdtalente ausgeben. Zähne sind vielleicht für Bolzen und Pfeile, Klauen vielleicht auch, keine Ahnung. Aber Fälle auf jeden Fall. Schneide in die Läufe des Tieres einen Ansatz, an dem du das Fell abziehen kannst. Mach es aber von vorne nach hinten, nicht umgekehrt. Mhm. Okay, das soll erstmal reichen. Ich meine, die Tiere laufen mir nicht davon. Dank des dynamischen Respawns gibt's schon 1, 2, 3 Tiere, die ich umhauen kann. Also habe ich theoretisch sehr, sehr viel Nachschub, was Felle und Klauen hacken und solche Sachen angeht. Von daher mache ich mir da jetzt mal nicht so viele Sorgen. Weil sonst würde ich jetzt sagen, wenn ich das jetzt nicht gleich lerne, dann sind die ganzen nächsten Wölfe und so, was ich jetzt hier alles töte, da verpasse ich dann total viel Loot, aber... Also, was Geld angeht, wenn man sich in Lore ein bisschen umguckt, hat man mehr als genug davon. Auch auf dem Schwierigkeitsgrad brutal. Da der Brutalgrad, Schwierigkeitsgrad, beeinflusst das Geld, soweit ich weiß nicht. Also nicht irgendwelche Verkaufspreise und Einkaufspreise und so. Da geht's nur um den Schaden der Gegner und um die Lernpunkte pro Level ab. Soweit ich da informiert bin. Also mit Geld hat das nichts zu tun. In Gothic hat man sowieso nie Probleme mit Geld. Außer wenn ich jetzt die ganze Zeit mich prügel und klauen gehe, dann würde ich wahrscheinlich schon sehr, sehr viel Strafe zahlen müssen, aber... Okay, wir sind zurück. Ich habe die Nachricht. Und wisst ihr was? Ich gebe diese Nachricht in der nächsten Runde dann mal an Rufus ab. Dann kriegen wir vielleicht die Kleidung und kommen langsam mal in die Stadt. Und da gibt es dann eine ganze Menge zu tun. So. Exakt hier, rein vom Foto her, exakt hier habe ich auch in der letzten Runde aufgehört. Hier geht's weiter 2. Es schadet immer nie genug Speicherstände zu haben. Wenn man schon Platz für 20 verschiedene Speicherstände hat, dann nehme ich die auch her. So, meine Lieben. Dann soll's auch das gewesen sein. Nächste Runde holen wir uns die Kleidung ab in die Stadt und dann kommt eine ganze Menge Dialog, wenn ich mich mal durch die Stadt durchquatsch. Dann mache ich mal die ganzen Quests und dann kann ich langsam mal überlegen, was ich machen will. Würde ich sagen. Das war's aber erstmal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und bis dahin, wie immer. Bis dann.